Also eine Gebärmutterentfernung kann notwendig sein, wenn zum Beispiel die Frauen sehr starke Blutungen haben, wenn sie Myome haben, die Gebärmutter sehr groß ist, manchmal bei einer Senkung und auch natürlich bei Tumorerkrankungen muss manchmal die Gebärmutter entfernt werden. Es gibt verschiedene Wege, die Gebärmutter zu entfernen. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, sie überhaupt zu entfernen, also komplett oder dass man die Gebärmutter halt stehen lässt. Man kann grundsätzlich von der Scheide aus, also vaginal operieren. Man kann endoskopisch, also mit kleinen Einschnitten, minimalinvasiv, die gesamte Gebärmutter oder auch Teile der Gebärmutter entfernen und natürlich per Bauchschnitt. Grundsätzlich ist es ja so, dass wenn die Gebärmutter entfernt wird und es Gründe dafür gibt, dass es den Frauen hinterher besser geht. Aber es gibt natürlich auch Sorgen, die die Frauen haben, was sein könnte. Sie sagen, wird meine Sexualität genauso sein? Normalerweise hat das keine negativen Einflüsse auf die Sexualität. Dann gibt es Frauen, die fragen, ob sie dann in die Wechseljahre kommen oder früher in die Wechseljahre kommen, wenn die Gebärmutter entfernt wird. Das ist nicht der Fall, denn die Eierstöcke produzieren die Hormone. Und dann besteht natürlich auch immer die Angst, dass es dann zu einer Inkontinenz kommt, wenn die Gebärmutter entfernt wird. Das kann man so pauschal überhaupt gar nicht sagen. Es hat immer was damit zu tun, warum die Gebärmutter entfernt wird. Eine Inkontinenz ist nicht per se eine Folge einer Gebärmutterentfernung.